herzlich willkommen zu einer neuen Runde Heroes of the Storm. Keine Ahnung, habe irgendwie Lust aufzunehmen und dann dachte ich mir, yo, ich spiele nochmal eine Runde heute mit, wie heißt der bei euch? Falstad. Einem kleinen Zwerg, der auf einem Greifen fliegt. Die, die World of Warcraft gespielt haben, kennen ihn vielleicht. Das ist so ein fliegender Assassine eigentlich. Das heißt, der macht ziemlich gut Damage und ich habe den auch schon ein paar Mal gespielt. Und dachte mir, yo, ich zeig den euch mal und keine Ahnung. Ich spiele einfach mal ein bisschen. Und yo. Ich werde in die Mitte gehen. Auf jeden Fall. Und hoffen, dass wir den gleich killen können. Vielleicht kriegen wir. Yo. Da geht er nämlich auch schon das erste Mal down. Wie ihr merkt, der macht gut Damage. Der macht echt ziemlich gut Damage. Und wir sind auf dem Map, Rabenfürst heißt da, glaube ich. Wir spawnen in unbestimmten Abständen, glaube ich. Immer wieder mal so Tribute. Rabentribute, wenn man die einsammelt. Da hat man kurz Illidan gesehen, der hier mit mir spielen wollte. Wow! Ja! Die Gegner haben einige Assassine, wie man es sieht. Wir haben einen Illidan, die haben. Ach Gott, den fassen Assassine. Das ist so nervig in dem Spiel. Assassine sind zum Teil richtig OP. Und wenn sie halt von irgendwo herkommen und dann noch unsichtbar werden können, das ist super nervig. Finde ich. Aber naja. Ich gehe jetzt mal nach unten, versuche zu roamen. Hi! Dann haben wir aber gesehen, ja, Nova, kurz begrüßt mit ein paar Schockschlägen. Schockschwere Not. Okay. Hat auch nicht allzu viel gebracht, konnte ich niemand killen. Nehmen das hier. Das ist so quasi so ein. Ah, wie heißt das? Quasi wie ein Leech of Legends pro Kill bekommt man Fähigkeitsstärke und wenn man halt wieder stirbt, dann verliert man die wieder. Aber man schafft es eigentlich ziemlich gut mit dem Boy hier nicht zu sterben. Und hier ist das erste Tribut. So sieht das aus hier. Dann wird das hier einfach quasi beschworen. Und damit sind wir jetzt auf dem Weg dahin. Ich attack jetzt Tichus zuerst, weil der ist ein easy kill eigentlich. Wie man sieht. Und dann haben wir ein nächstes. Dann haben wir die hier noch. Und den können wir jetzt als letztes killen. Und nice. Quadra kill. Wow. Läuft super. Echt? Ist auch nicht immer so easy mit dem Boy hier, weil normalerweise. Wenn die dich sehen, dann wirst du hart gefokust. Ja, ihr seht ja wieso. Alter, macht echt gut Damage. Aber leider habe ich jetzt auch keinen Mana mehr. Ich habe nicht mehr so viel. Du, was holen? Was nehmen wir denn? Ah, der Bumerang, das ist lustig. Dadurch kann man den Bumerang quasi nochmal aktivieren und. Das gibt uns dann die Möglichkeit, dadurch mehr Schaden zu erzielen. Und dann setzen wir mal unsere Passive ein. Dadurch können wir einfach die Boys hier bestechen. Und das war unsere erste Fähigkeit. Wir bestechen die Boys. Müssen sie nicht bekämpfen. Normalerweise müssen wir die ja bekämpfen. Müssen wir nicht. Wir können das einfach so quasi aktivieren. Und dadurch bekommen wir die dann auch. Die laufen jetzt hier durch. Und arbeiten für uns quasi, weil wir sie bestochen haben. Ja, ich habe schon ein bisschen Bonus-Fähigkeitsstärke, wenn ich den Quadra-Kill bekomme. Ja, das war ja eine Rippe mir. GG. Das war super nice. Na, schade, alles verfehlt.
was man verfehlen kann. Das ist halt nicht ganz, auch nicht ganz einfach, wenn der hier rumläuft wie so ein nerviger Boy. Ja, ich kann mal wieder zum Turm gehen. Muss aber wirklich ein bisschen aufpassen, weil der super squishy ist. Oh Gott. Ja, ihr seht, der Damage ist, der ist super nice. Damage ist echt cool mit dem. Den werde ich mir wahrscheinlich auch kaufen immer. Also kaufen im Sinne von sparen, bis man genug Gold hat. Weil man hat, braucht doch einige Games. Oh, scheiß Nova. Ich hasse Nova, ist echt so nervig. Die Ulti von dem Boy ist quasi so ein Lux-Blitz. Ja, ist quasi die Lux Ulti in Heroes of the Storm. Und die macht super viel Damage. Jetzt bin ich auch wieder bei 5% unten. Das ist nicht so nice. Aber naja. Geben jetzt einfach Gas hier. Möglichst viel kaputt schlagen. Was man kaputt schlagen kann. Was auch neu ist hier, also was es in League of Legends nicht gibt, was man Fähigkeiten aktivieren kann gegen Türme und Gebäude allgemein. Weiß nicht, was ich davon halten soll, ob ich das gut finden soll oder schlecht. Also ihr seht, mit dem Fluch, den man jetzt quasi erhalten hat, oder gegen die Gegner erhalten hat, da fallen die Forts echt gut. Ich versuche jetzt den Tower ja auch noch mitzunehmen, aber den schaffen wir nicht. Vielleicht schaffe ich den Turm hier noch. Da haben noch keine Gegner hier auf die Idee kommen, mich zu attacken. Ja, jetzt kommt der erste. Ah, der zweite ist auch noch hier. Ja, da bin ich tot. Naja. Aber hab doch gut Damage gemacht eigentlich. Ein Turm habe ich mitgenommen, der andere ist fast down. Da kann man doch mal sterben. Finde ich. Das ist natürlich nicht so schön, aber wir nehmen hier Blitzableiter und vielleicht auch zunehmenden Schaden. Erzeugt nach jedem Hit von Blitzableiter ein Schild. Das wäre natürlich nice. Ich nehme das, glaube ich. Wo ist ein Schild? Eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich gar nicht so schlecht. Macht des Hinterlandes. Come on, boy. Gib Gas. Gib ihm. Gib ihm hart. Hart in den. Boop. Double kill. Ja, der stirbt auch, glaube ich. Auch wenn ich jetzt hier Probleme bekomme. Aber da ist sie tot, oder? Nice. Sehr schön. Aber man sieht halt schon, also da habe ich dann doch sehr gut Damage gefressen, also der Damage, das ist schon ziemlich heftig, also man frisst auch gut Damage. Man ist halt doch nur ein Assassin, also doch nur. Man ist halt ein Assassin und das muss man halt wirklich bedenken. Kommt ja auch gut über die Walls drüber, also super nice. Ich finde das echt immer wichtig für einen Champion, auch für einen Assassin vor allem, dass man über die Walls drüber kommt, weil sonst ist man halt ziemlich am Anus zum Teil. Sieht ja nicht gut aus, dass sie das einnehmen können. Ja. Hat sie es auch einnehmen können. 10-2 stehen wir. Aber das wird ein bisschen anders gezählt als in League of Legends. Also muss ich sagen, finde ich die League of Legends Zählung finde ich dort echt besser. Also ich habe irgendwie gar keinen Überblick zum Teil,
Was habe ich denn wirklich gemacht? Aber das glaube ich auch halt so ein bisschen Geschmackssache, was man lieber mag. Aktuell am Fäcker zu verschen einen mit dem Mana kosten zu. Hörst du auf? Danke dir. Hat er mich, glaube ich, gerade gerettet, das war so ein Caitlyn-Schuss. Der auf mich gefällt, war. Ein Caitlyn-Schuss. Jetzt haben wir uns so eine Fake-Karte hier unten ein, um sie die zu bestücken. Hab ich. Da ist ein Tribut erschienen. Da gehen wir auch wieder hin. Ja, im Moment sieht es echt gut aus. Die haben einen Boss gemacht. Ach Gott. Da kommen die Nummer wieder auf mich los. Nope. Geh weg. Nervig, aber echt. Blutrausch. Kein Problem. Naja. Puh, war das knapp hier. Da wäre ich ja fast gestorben. Fast gestorben durch so eine blöde Frau. Ja, Nova ist super strong. Nova ist echt super strong. Aber wenn man sie halt noch catcht, also wenn sie dich nicht oft anhieb killen kann, dann ist sie völlig am. Arnus. Am Arsch. Nee, also musste ich wirklich instant bursten können. Dann hat sie ein Problem. Und das hat sie das noch nicht geschafft. Und wir sind auch drei Level über der Cosi. Wenn die mich instant bursten könnte, dann wäre glaube ich etwas falsch. Ja, das Blaggenkamps hätten wir auch. Das kleine Schweinchen will ich eigentlich gerne mitnehmen, kann man aber nicht. Können wir bitte den Boss einnehmen? Das wäre cool. Das wäre richtig nice. Wenn wir kurz das einnehmen könnten. Klar. Den hat er vor der Nase. Direkt vor unserem Nase spawnt ein Tribut. Aber ich will zuerst den Boss einnehmen. Dann haben wir ein bisschen Zeit, uns zu positionieren. Nice, haben wir den Boss und den Fluch gleichzeitig. Das ist immer GG. Das ist ziemlich GG, glaube ich. Da ist sie weg. Weg. Naja. Nicht so schlimm. Okay, helfen wir unserem Ball mal kurz, die Camps hier durchzuschlagen. Autsch. Wow, der Laser hält auch gar nichts aus. Jetzt sind wir schon bei der Zitadelle. Da ich ein bisschen die Angst habe, dass wir das nicht schaffen durchzukommen, möchte ich mal kurz das hier noch kaputt schlagen. Das sah nicht schlecht aus. Aber noch so, weil es ja sein könnte, dass wir es nicht schaffen. So sieht es nämlich im Moment aus. Und so. Oh, schade, hat das gedodged. Prozent. Und weg. Ja, du bist tot. Gut getötet. Zu einfach. Ah, oh, zu einfach. Ich finde auch die
Kommentare quasi auf die. Also das, die Map kommentiert ja quasi das Geschehen und der Held kommentiert dann die Map und ich finde das so genial zum Teil, die Kommentare, die man da bekommt. So, gut getötet. Na, zu einfach. Too easy. Too easy. Oh Gott, das hier noch ein. Wow. Ich hatte den Schild noch nie geskillt, aber das war super nice. Der gefällt mir super gut. Super gut, super gut, super gut. Dass sie den Boss überlebt haben, das wundert mich ein bisschen. Aber mit 8%, ne? Ist quasi nichts. Ist wirklich quasi nichts. Ich frage mich ein bisschen, wo die sind. Was ist noch nicht angegriffen? Hab doch mal was hier oben gesehen. Lauf, lauf, lauf. Alter, ich wollte ja gar nicht. Mist. Da waren meine Stacks dahin. Mist, Mist, Mist. Oh, nice. Das war nicht schlecht gespielt, ja. Aber jetzt glaube ich ist es. Ja, noch nicht ganz. Weil die Wanner ja gut betäuben kann, aber als solches sollte es vorbei sein. Aber das Schild ist natürlich wieder super strong, das hier aufgebaut wurde. Ja, 5, 4, 3, 4%, 2, 1%. Na, gewonnen. Sehr nice. Und, ja. Was gibt's noch zu sagen? Es gibt keine Spielzusammenfassung. Mit dem er. Yay! Gewonnen! Wir haben 100 Gold bekommen für 8 Spiele. Und somit war's das auch schon wieder. Hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bei einer neuen Use of the Storm oder League of Legends. Bye bye, macht's gut.